Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Im letzten Part haben wir den dritten von vier Abschnitten bereits beendet und haben den vierten Abschnitt begonnen. In diesem Abschnitt ging es dann unter anderem um die Kämpfe, die vor dem Krieg und nach dem Krieg dann nach und nach gezeigt wurden. Auch in diesem Part hier werden wir dann die finalen Kämpfe fertig machen. Ihr kennt die ja schon aus der klassischen Story. Und darüber hinaus werden wir noch weitere Dinge erleben können. Dazu möchte ich noch nicht allzu viel verraten. Ihr werdet das im Laufe der Story sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zusehen weiterhin und wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns dann später nochmal wieder. Und die Person Nach danach einem mit langen, S. erbitterten Kampf gelang es Naruto und Sasuke, Madara in Schach zu halten. Doch Madara weigerte sich aufzugeben. Er nutzte die Lage zu seinem Vorteil und führte schließlich das endlose Tsukuyomi herbei. Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein! Die Ninja-Welt wurde in sein Traumreich gezogen. Nur Naruto und ein paar andere blieben zurück. Der vierte große Ninja-Krieg war zu Ende und Madara siegreich. So dachte man. So dachte man? Jetzt geht's direkt in den nächsten Kampf über. Verbundene Geheimtechnik trifft einmal Kaguya Otsutsuki, wie ich sagte, Normalfarbe 2. So, und verbundene Geheimtechnik ist natürlich Nun wieder Team konzentriere ich mein Ulti. Chakra und vereinige es erneut. Du kommst nicht an mich Zum ran. Teufel ist das! Sie wurde vor langer Zeit versiegelt, weil sie zu mächtig war. Sie wurde unter anderem Hasenritter und Dämon genannt. Ihr Name war Kaguya Uzu. Team 7 ist unterwegs! Sasuke? Sakura? Los geht's! Katsuyu! Los, Aoda! Kamakichi! Naruto, Sakura, beenden wir das! Otsutsuki! Schon wieder? Kaum zu fassen! Aber warte mal, was genau ist denn mit Madara passiert? Madara hatte einen Gefährten namens Zetsu, dem er sein Leben anvertraute. Er dachte, Zetsu würde mit ihm an der Herbeiführung des endlosen Tsukuyomi arbeiten. Doch am Ende hinterging Zetsu Madara, als er ihn nicht mehr brauchte. Wieso das denn? Kein Entzug. Zetsu war Madara kein echter Freund. Er hat in Wahrheit über Jahre daran gearbeitet, Kaguya wiederzubeleben. Er nutzte das endlose Tsukuyomi, um das nötige Chakra für die Wiederbelebung zu erlangen und um Madara als Gefäß zu verwenden. Aber Madara war so unglaublich mächtig. Ich kann kaum glauben, dass er so sein Ende fand. Ja. Moment mal. Warum sollte diese Kaguya denn überhaupt wiederbelebt werden? Aber wisst ihr, was lustig ist? Jetzt würde ich mal kurz Pause machen. Genau das, was Boruto gerade denkt, das dachten sich doch auch damals alle, die das Werk gesehen hatten, oder? Warum Kishimoto genau sowas gemacht hat. Madara war so mächtig. Kishimoto hat halt erzählt, dass es der einzige Weg war, Madara aus dem Weg zu räumen, ging eigentlich nur so, weil er, wie gesagt, zu mächtig wurde, aber keiner hat es verstanden. Kaguya war als Mutter aller Chakras bekannt. Sie war das erste Wesen, das je welches erhielt. Schon lustig. Doch nachdem ihre beiden Söhne das Licht der Welt erblickt hatten, wurde das Chakra unter ihnen aufgeteilt. Dieses Chakra hatte ihr allein gehört. Kaguya tat sich nicht so leicht damit, die Aufteilung ihres Chakras zu akzeptieren. Da sie also danach trachtete, ihr gesamtes Chakra zurückzubekommen, beschloss sie, in die Ninja-Welt zurückzukehren. Ich schätze, Papa, Sasuke und alle anderen haben es irgendwie geschafft, es zu überleben. Du kommst nicht an mich ran. Nee, meinst du nicht? Oder? Das
jetzt geht's zum Finale über. Es war ein Krieg weltbewegenden Ausmaßes. Dank des erbitterten Kampfes von Naruto und Sasuke und der Hilfe ihrer Gefährten überstanden sie viele Widrigkeiten. Und Kaguya wurde aufs Neue versiegelt. Sie haben also die wahre Verantwortliche besiegt? Endete es damit? Keineswegs, denn da war noch immer die Verbundenheit zwischen zwei alten Freunden. Eine Freundschaft, die in keinster Weise unter einem guten Stern stand. Die Verbindung zwischen Naruto und Sasuke und ihr endgültiges Schicksal. Das ergibt irgendwie Sinn, denke ich. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es für sie nur den Konflikt. Abgesehen davon gab es nichts. Nichts und wieder nichts. Nichts außer Narben, die alles zwischen Himmel und Erde zeichneten, voller gequälter Schreie und bitterer Ablehnung. Und dann kam das Finale. So, jetzt geht's zum Finale über. Besiege Sasuke, Geheimtechnik oder erwache nicht einsetzbar. 15 Treffer-Kombo. Und die traurige Melodie. Es reicht! Ich will dir jetzt endlich ein Ende machen! Deine Verbindung zu mir wirst du aber nicht beenden können! Lass mich endlich mit deinen Verbindungen in Ruhe! Verbindungen machen diese Welt nur schmerzhaft! Je stärker die Verbindung ist, desto mehr quälen sie mich! Und weißt du was, Naruto? Meine Verbindung zu dir ist die nervigste überhaupt! Wenn er gegen Obito, Madara und Kaguya gekämpft hatte, stand Papa dann am Ende etwa Sasuke gegenüber? Es ist Schicksal. Anders kann man es nicht nennen. Sasuke war versessen auf ein einziges Ziel und er kämpfte unablässig dafür weiter. Aber Papa weigerte sich noch immer, ihn aufzugeben. Die Mühe, die Naruto sich gab, um Sasuke zu retten, wurde bald auf die Ninja-Welt abfärben. Naruto folgte fleißig dem Ninja-Weg, indem er anderen Unterstützung gab und die Hilfe anderer annahm. Er baute Verbindungen zu Freunden auf und schützte diese. Und wieder. Immer und immer wieder. Genau. Warum hörst du nicht auf? Was stimmt nicht mit dir? Sag schon, was bist du? Ein Freund. Genau. Ich sagte doch, ich könnte dich nicht allein lassen. Weißt du noch? Du schaffst das. Papa. Viel Glück. Du kennst die Zukunft doch. Warum so angespannt? Nach allem, was hier passiert ist. Nach allem, was ich über die Geschichte erfahren durfte, weiß ich jetzt, wie schwer es für Papa war. Zu wissen, was passiert, ist nicht entscheidend. Ich will meinen Papa anfeuern, weil er Sasuke retten will. Mehr nicht. Das reicht. Genau hier. Die Musik aber nach wie vor traurig. Diesen Kampf hier. Alle unsere Kämpfe! Es wird Zeit. Bereit? Ja. Na doch. Und damit haben wir alles
fertig gemacht. Sie alle sehen Kämpfer beide ziemlich fertig aus. Aber was passiert nun? Was passiert zum Schluss? Der alles entscheidende Kampf neigte sich seinem Ende zu. Beide hatten ihre Kräfte aufs Äußerste strapaziert und sanken nun erschöpft zu Boden. Und dann teilten sie sich endlich gegenseitig mit, was sie wirklich fühlten. Trotz allem, was geschehen war, blieben Narutos Absichten, die immer ehrenvoll und gut waren, unverändert. Nichts konnte die endlose Liebe zu seinem Freund entkräften, und dieser Umstand sollte Sasukes hartes Herz letztendlich erweichen. Endlich akzeptierte Sasuke Naruto als seinen Freund. Sasuke hat sich endlich geändert? Also, sind die zwei, die ich heute kenne, sind das... Es wäre Unsinn, den Rest hier und jetzt zu erklären. Aber was dein Vater Naruto erreicht hat, ist heute in deinem Dorf deutlich sichtbar. Die Ninja-Geschichte geht weiter und Naruto bleibt an der Spitze. Und Toneri hat's auch miterlebt zum Teil. In The Last. Das Licht. Es ist noch heller als zuvor. Jetzt ist es soweit. Gehen wir zurück zum Zeitspeicher. Gut. Gut gemacht. Du hast sicher viel gesehen, als du den Erinnerungen deines Vaters durch die Zeit nachgejagt bist. Ich dachte, ich wüsste alles über ihn, aber ich gerade mal die Spitze des Eisbergs. Es ist, als sei... Also, mein Papa war... Mann, war er cool. Sein Leben hatte große Auswirkungen auf die Geschichte. Darum ist er auch der Schlüssel, um die Erinnerungen der Ninja-Welt zurückzuholen. Oh, ist das Nanashis? Die vierte Erinnerung ist erschienen. Aber sie ist anders als die restlichen. Wie meinst du das? Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Du wirst nachsehen müssen. Stimmt hier. Der Blick auf Boruto. Im Spiel, oder? Hikari? Oh. Ja. Die Ninja-Welt mag noch im Dunkel liegen. Aber ich will, dass dieses Kind im Licht wandelt. Deswegen Hikari, für Licht. Ist das seltsam? Das ist ein guter Name, oder, Hikari? Hikari. Ein schöner Name. Hikari Uchiha. Das ist ihr eigentlicher Name. Warum nennt sie sich dann Nanashi? Da sie ihre Eltern verlor und als Werkzeug des Krieges ausgenutzt wurde, war ihr Herz gebrochen und sie erhielt einen neuen Namen. Nanashi bedeutet eine ohne Namen. Das war der neue Name, den sie erhielt. Nachdem sie das Leben einer Marionette gelebt hatte, war ein Name wohl nicht so wichtig. Wie bei Obito. Was? Verdammt! Das macht mich so wütend! Sie führte ein auswegloses Leben im Schatten und hatte keine Zukunft vor sich. Und nun steuert die Ninja-Welt auf einen ähnlich düsteren Pfad zu. Einen kalten, dunklen Weg ohne jegliches Licht. Nein, das lasse ich nicht zu. Gut so. Dafür sind Erinnerungen da. Die von dir gesammelten Erinnerungen Narutos
werden die Welt erhellen. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass die Ninja-Welt wieder wird, wie sie einst war. Ja. Verbindungen entstanden durch Naruto Uzumakis Erinnerungen. Fließt und verteilt euch im Meer der Erinnerung. Erinnerungen erwacht hier und jetzt zum Leben. Wir machen natürlich direkt weiter. Weiterhin geht der Kampf natürlich der beiden weiter. Müssen wir jetzt echt nochmal? Wir müssen nochmal kämpfen. Krass, den Kampf, den wir am Anfang schon hatten. Aber etwas anders jetzt. Mit mehr als 60% Gesundheit, dafür kriegen wir den Infokartenbild 15 und den Fight mit der Geheimtechnik. Wobei die Voraussetzungen sind dieselben. Merkwürdig. Auf geht's. Es ist Zeit, das zu beenden. Eine Niederlage bedeutet das Ende der von dir aufgebauten Ninja-Welt. Du wolltest schon so lange Hokage werden. Seit du ein Kind warst, du würdest dein eigenes Werk damit zerstören. Das lasse ich nicht zu. Du hast mich auch einmal aufgehalten. Jetzt riskiere ich mein Leben, um dich aufzuhalten. Du bist zäh. Im Gegensatz zu dir riskiere ich mein Leben. Naruto, wann wirst du? Okay, gut. Verbrenne! Wie nervig. Wie nervig. Aber natürlich eins rang. Wieso stellst du dich mir in den Weg? Das ist wirklich lästig. Was soll das? Aber was? Was bist du? Was zur Hölle bist du? Wir sind Freunde. Was willst du? Was willst du erreichen? Warum bist du so besessen von mir? Weil wir Freunde sind. Warum bist du so versessen darauf, an mich gebunden zu bleiben? Weil wir Freunde sind. Du Versager. Sag mir eins. Was bist du? Stehst du noch immer unter der Kontrolle dieses Niemandsmärz? Oder? Das habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Ich bin... dein Freund. Echt jetzt?
ist schön. Gefällt mir. Ich bin endlich zurück. Sehr gut. Boruto. Was? Was habe ich getan? Bist du wieder normal? Was sagst du da? Wieso kämpfen die denn nicht? Was ist hier noch los? Tja, was sagen die jetzt dazu? Unmöglich! Es lief doch alles nach Plan. Wieso funktioniert die Gedankenkontrolle auf einmal nicht mehr? Nanashi, warst du das? Ich habe nichts gemacht. Wirklich? Du hast nicht plötzlich Mitleid mit dem Jungen bekommen? Kein bisschen. Was? Dann! Nicht wichtig. Selbst ohne wird Zero noch immer die Oberhand haben, solange ich am Leben bin. Ja, aber weißt du, was es gekostet hat, so weit zu kommen? Konzentrier dich einfach auf deine Umgebung. Was? Mehrere Konoha-Ninjas in unmittelbarer Nähe entdeckt. Sie haben uns bereits geortet. Wie ist das möglich? Sie sind töricht, aber nicht dumm. Sie wissen, dass wir hier draußen sind und haben uns gesucht. Was? Aber wie? Es gibt doch nur flüchtige Informationen über Zero, wenn überhaupt. Vielleicht sind sie so gut wie du. So gut wie ich? Könnte es Katasuke-Sensei sein? Wie auch immer, fangt jeden ab, der sich dem Versteck nähert. Los! Herr? Alles läuft aus dem Ruder. Wie konnte das passieren? Die Sache wird interessant. Der ist sich sehr sicher mit allem, was dazugehört. Ich bin echt gespannt, was Merz drauf hat. Mann, du hast alles gegeben, oder? Du doch auch. Aber wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ich weiß. Fertig? Ja. Wow. Also ich finde ja wirklich, der Arc jetzt hier, der geht mit am längsten bis dato. Das ist schon heftig. Wir konnten die Erinnerungen wiederbeleben. Jetzt ist wieder alles normal in der Ninja-Welt. Gott sei Dank. Oh, zum Glück. Sag mir, was willst du jetzt machen? Das... Nanashi Uchihas Erinnerung. Ich dachte, es gäbe keine mehr. Jetzt. Hey. Ist die Erinnerung da. Kannst du mir einfach sagen, was Anfänger tun sollten? Das, was ich jetzt vorher ist gedacht hätte. Oh, nur ein Kind. Man wird leicht mit ihnen fertig, wenn man so gut erkennt, was sie denken. Ich lasse Kinder wie ihn ganz einfach das Handbuch lesen oder so. Ach, komm schon, sag es mir einfach.
Du weißt doch genau, was auf Seite 13 steht. Er ist so aufdringlich. Nanashi! Er spricht wieder mit mir. Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Was ist so toll daran, mit mir zu sprechen? Hey! Da ist er wieder. Ich denke, ich kann etwas Zeit mit ihm verbringen. Aber willst du denn keinen Spaß haben? Was ist das? Keine Sorge. Es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Ich will mich mit dir anfreunden. Was hat er nur? Das hast du vorhin gesagt, aber ich dachte nicht, dass du das ernst meinst. Ich dachte, du willst das nicht. Er hat recht. Wieso habe ich ihm aus eigenem Antrieb geholfen? Ha? Hey, du hast mich endlich bei meinem Namen genannt. Er hat es bemerkt. Und es ist gar nicht so komisch. Was ist los? Mir kannst du's erzählen. Wir sind Freunde. Freunde? Hat er mich gerade wirklich seinen Freund genannt? Oh, das ist schön. Ich freue mich so. Komm schon! Ich versuche doch nur, dich aufzuheitern. Tut mir leid, Boruto. Ich kann den Ninjas nicht verzeihen. Je länger ich darüber nachdenke, desto stärker kommt dieses dunkle Gefühl in mir hoch. Aber ich will Boruto retten. Es tut weh. Es tut weh. Ach Gottchen. Wusste ich's doch. Ich wusste einfach, dass sie keine von den Bösen ist. Nanashi hat eine düstere Vergangenheit. Sie wurde nie als Mensch behandelt. Ich bin sicher, sie hat sich gefreut, dass du ihr die Hand gereicht hast. Sie war allerdings auch eine Gefangene ihres eigenen Hasses. Offenbar war sie innerlich zerrissen. Boruto, ich frage dich noch einmal. Was hast du jetzt vor? Ich werde nochmal mit ihr reden. Selbst wenn sie dir nicht zuhören will, es könnte schwierig werden. Auch dann. Es kann keinen Anfang geben, wenn wir nicht reden. Außerdem wird sie es verstehen, denn sie gehört nicht zu den Bösen. Du vertraust ihr also? Ja, wir sind Freunde. Dann geh. Jawohl! Das Kind ist stark. Wie der Vater, so der Sohn. So, Kapitel 4. Ninjas, die von Erinnerungen gaben. Wiederbelebung von Erinnerungen. Boah. Ich sag ja, brutal lange Geschichte. Das letzte Kapitel. Duell bei Mondlicht freigeschaltet. Du kannst nun die neue Episode Fußstapfen und Klammern spielen. Das heißt, wir dürfen uns dann zeitnah um die letzte Mission kümmern. Boah, ich bin schon echt gespannt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.